Ein herzliches Grüezi aus der Schweiz. Ja, ich bin natürlich bei diesem schönen Wetter unterwegs. Boah, es ist jetzt schon heiß, es ist gerade mal 10 Uhr, 20 Grad schon. Aber ich bin nicht mehr im Simmental, denn ich bin ein bisschen runtergefahren. Ich starte nämlich hier am Bahnhof Wimmis und dann werde ich heute der Veloroute 64 folgen. Immer an der Kander entlang, hinauf ins Kandertal. Und man sieht da schon wieder die schneebedeckten Berge. Oh, das kann schon wieder eine sehr tolle Tour werden. Ja, man muss sich hier immer die Highlights aussuchen. Man kann ja nie alles sehen und ich dachte, das Kandertal, das ist nicht weit weg. Das muss ich auch mal erradeln. Also heute ist der Tag. Ich hoffe, es wird nicht zu heiß heute. Aber eine schöne Tour wird es auf jeden Fall geben. Hoch nach Kandersteg und vielleicht noch ein kleines Stück weiter. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil das Wetter spielt auf jeden Fall mit. Also wird es auch wirklich richtig schöne Bilder wieder geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Wieder ein toller Ausblick hier, aber ich musste jetzt auch schon ein ganzes Stück hoch und jetzt geht man wieder voll runter, wieder auf Höhe des Flusses. Oh, aber wenn man die Aussicht vor einem immer hat, ist doch was ganz Besonderes. Das motiviert doch ungemein, denn ich hätte auch mit dem Zug hochfahren können bis nach Kandersteg und dann hier zurück. Aber dann habe ich ja das Panorama im Rücken, das bringt mir ja nicht viel. Ich könnte es vielleicht mal andersrum machen, vielleicht steige ich oben auch im Zug ein, was mir jetzt viel zu heiß geworden ist, mache ich, aber ich glaube, ich werde auch wieder zurückfahren. Aber das werde ich dann sehen, man merkt es, hier ist auch recht laut. Erstmal der Fluss ist noch ziemlich voll, er rauscht ganz gut, aber auch die Eisenbahnstrecke, da fahren echt viele Züge, sind schon viele vorbeigefahren, Personenzüge, aber auch Güterzüge, es geht ja hier durch den Lötschberg und die Straße natürlich auch noch, aber hier gibt es ja nur noch eine Eisenbahndurchführung, wo die Autos verladen werden und die LKWs. Also es ist eigentlich eine Sackgasse. Ja. Aber richtig toll, auch wenn es selbst in der Luft laut ist. Schön ist es trotzdem, die Bilder sagen viel. Hier unter mir ist jetzt Frutingen. Daran, wie ihr seht, fahre ich jetzt hier oben dran vorbei. Ich werde da hineinfahren ins Kandertal. Da geradeaus geht es nach Adelboden. Bestimmt auch ein schönes Tal, aber ich fahre jetzt da links. Ich habe noch nicht so viel an Höhe gewonnen. Bin auf 780 Meter Seehöhe. Kandersteg ist auf 1200. Kommt noch was. Ich habe aber auch schon 14 Kilometer weg. Müssten ungefähr auch noch 15 bis dahin sein. Also es kommt noch was, aber ich habe Zeit, ich genieße das hier wieder. Keine Geschwindigkeitsrekorde, keine große Anstrengung, das ist echt sofort wieder total am Laufen alles. Brennen in den Augen fängt dann an wegen dem Sonnencreme. Aber egal, einfach nur genießen wieder. Richtig schöne, tolle Tour heute wieder. Thank you.
ein bisschen Zeit für eine Pause muss sein. Hier kommt ein richtig schöner, angenehmer Wind hoch. Hier ist auch eine Bank im Schatten. Das tut richtig gut. Das ist ja schon eine schöne Aussicht, aber in die andere. Wow. Ja, da kann man schon erahnen, dass es auch mal hier voll mit Eis war. Dass es alles vergletschert war hier. Da oben sind richtig glatte Flächen zu sehen. Wahrscheinlich bei der Kamera gerade nicht so gut, aber das ist echt schon ganz schön grandios anzuschauen. Und gleich müsste es auch irgendwie so eine Stufe geben. Geht schnell hin. Ein paar Höhenmeter hinauf sind sie noch, oh, gute 300 Höhenmeter, und es geht gleich so eine richtige Stufe hoch. Oh, aber hier zieht richtig schön der Wind durch. Richtig angenehm, richtig toll. Also, und die Tour auch. Ist jetzt noch nichts Schweres gewesen. Natürlich geht das bergan, aber ganz locker heute wieder. Also richtig schön. Und diese Biese, wie das hier so nennt, das tut richtig gut. Naja, und dann geht es auch gleich weiter. Und dann, glaube ich, kommt mal eine Steigung, die ein bisschen länger andauert, aber dann wird es auch wieder flach. Und dann, ja, so weit nach Kandersteg ist es jetzt auch nicht mehr. Man musste gerade eine Umleitung fahren. Schade, jetzt an dieser Kantonstraße entlang, weil da sind irgendwo Bauarbeiten im Tal. Bin jetzt hier über Mittholz und zu Mittholz gibt es leider eine traurige Geschichte und die ist auch noch nicht zu Ende. Denn hier gibt es ein Munitionslager der Armee, der Schweizer Armee. Irgendwo da rechts ist irgendwo das Depot. Da gab es im Dezember 1947 ein schweres Unglück, eine schwere Explosion. Da wurden hier fast alle Häuser zerstört oder beschädigt. 9 Tote, etliche Verletzte. Das Tor des Stollens, in dem es gelagert waren, ist auf das Bahnhofsgebäude geschleudert worden, das es völlig zerstört hat. Das war ein Riesenunglück. Ja, dieser Stollen ist jetzt verschüttet, immer noch. Ja, die ersten Untersuchungen haben erst ergeben, ach, ist alles gar nicht so schlimm, kann man so lassen. Aber 2018 haben sie nochmal ordentlich nachgeschaut. Ja, ist doch nicht so gut. Es gibt Proben aus der Kander und aus dem Thuner See. Das wurde nachgewiesen, dieser Sprengstoff aus diesem Schacht. Also ist da noch einiges vorhanden. Ja, und nun müssen sie es räumen. Es wird jede Menge Geld kosten. Das will man gar nicht beziffern. Denn der Ort muss geräumt werden während der Zeit. 2031 soll es losgehen. In der Zeit soll dieser Tunnel hier verlängert werden, damit die Kantonstraße geschützt ist. Auch die Bahnstrecke muss geschützt werden. Und ab 2031, 10 Jahre lang, müssen alle Bewohner ihre Häuser verlassen. Das wird zur Geisterstadt. Unglaublich, dass es so lange gedauert hat, dass man feststellt, dass da noch was drin ist. Es könnte eigentlich jederzeit fast losgehen. Die sagen, innerhalb der nächsten 400 Jahre könnte es passieren, eine kleine Explosion. Das sind die Spezialisten, die sowas beziffern. In den nächsten 2000 bis 3000 Jahren sogar eine große. Also, das ist ein komisches Gefühl, hier durchzufahren. Ja, witzig. Das ist echt, dass sich so lange hinzieht. Das ist ja bald 100 Jahre her, wenn das mal hier beendet werden soll. 2041 soll es geräumt sein, wenn es klappt. Also das ist ein langes Ende, dass man hier so lange leben konnte mit dieser Gefahr. Ja, vorher gab es schon 2 Untersuchungen direkt nach dem
nach dem Unglück und 1989 auch, die haben festgestellt, nö, ist alles in Ordnung. Aber auf einmal ist der Trubel groß. Ja, es wird mehrere Milliarden kosten, das jetzt zu bereinigen. Aber ich hoffe, es wird dann alles gut gehen. Ja, das wird hier bald losgehen mit dem Tunnelbau. Ja, 10 Jahre ist ja auch nicht lang, wenn man so einen langen Tunnel noch dran vorbeibauen muss. Ja, die Bewohner sind damit aber einverstanden. Also, ja, was soll man auch machen? Oh Leute, eine Geschichte. Es gibt Geschichten, die glaubt man kaum. Wenn man ein bisschen recherchiert, ja, dann kommt man doch einiges immer zutage, was es alles so gibt auf der Welt. Ja, menschengemacht. Naja, ich hoffe, es wird alles gut ausgehen und ich hoffe, mein Weg wird auch bald wieder von der Straße wegführen, damit ich wieder in Ruhe fahren kann. Weil gleich komme ich sonst wieder auf die Kantonstraße, die gerade hier unter dem Tunnel verläuft. Ist nicht so schön und auch irgendwie sehr heiß. Ich wäre sonst da hinten rumgefahren, am Wasserfall vorbei, am Blausee, den hätte ich wahrscheinlich noch gesehen, aber da fahre ich nur alles dran vorbei. Egal, aber trotzdem ist es schön hier. Also muss es weitergehen. Hier bin ich auch wieder auf der Route, auf der Originalroute. Die Umleitung ist zu Ende. Aber hier geht es halt 20% hoch. Ach, hier schiebe ich das jetzt hoch. Ach, da bin ich mir jetzt nicht zu schade für. Ja, Kantonstraße wär natürlich ein bisschen flacher in den Prozenten. Aber dafür ist es hier im Schatten. Der muss sich halt ein Stück schieben. Die wird irgendwann auch wieder ein bisschen weniger werden. Ich bin jetzt hier in Kannersteg angekommen, habe mich hier hochgekämpft, aber das war bis jetzt nur ein Vorgeplänkel, denn hier geht ein Weg ab zum Oschinensee, der liegt da ganz oben. Man kann den Weg da hoch sogar sehen, wird mit der Kamera nicht so gut zu erkennen, aber unheimlich steil sieht das aus, aber da oben muss ich mal hin, das ist noch besser wie gestern, würde ich sagen. Ich hoffe es zumindest. Wird das sein? Es geht gar nicht anders in der Schweiz. Denn es ist ja auch UNESCO-Welterbe da oben. Unglaublich, hier fallen überall die Wasserfälle runter. Da oben Eis. Eisekalt da oben und hier unten ist es so heiß. Und oh, es ist einfach unbeschreiblich schön hier. Ich werde jetzt hier noch einen Moment warten, noch ein bisschen die Beine lockern. Ordentlich was trinken, einen kleinen Snack noch zu mir nehmen. Und dann werde ich das mal in Angriff nehmen und wenn ich das hochschieben muss, aber da will ich jetzt hin. Das war mein Ziel heute und ich glaube, es werde ich auch erreichen. Irgendwie geht's immer. Ja, leider Pech gehabt diesmal. Da komme ich nicht hoch mit dem Fahrrad. Weg ist gesperrt wegen Feldsturzgefahr.
Naja, so mal nicht. Ja. Einfach beiseite schieben und durchfahren. Das hat schon seinen Grund. Also werde ich jetzt zurückfahren. Ich weiß nicht, ob ich da hoch zur Bahn fahren kann. Das ist ein sehr weiter Weg. Oder ich fahre mit der Bahn hoch. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Das überlege ich mir noch. Ich fahre nochmal wieder zurück und gucke mir das alles mal an. Ja, leider kein Hochkommen mit dem Fahrrad. Auch die Bahn nimmt keine Räder mehr mit. Das ist seit diesem Jahr. Habe ich jetzt nochmal alles durchgelesen. Ja, weil auf der Straße anscheinend paar Raudis unterwegs waren zu gefährlichen Situationen. Ja, und die Bahn haftet dann dafür, weil sie die Räder mit hochgenommen hat. Ja, so sind die rechtlichen Situationen. Das ist alles jetzt abgesperrt hier. Man kommt da nicht mehr hoch, aber ich bin jetzt hier so ein kleines Sträßchen hoch. Da geht der Weg. Fußweg hoch. Ich habe das Rad hier hingestellt, abgeschlossen, Getränke mit, alles mitgenommen und dann geht es da hoch den See, den muss ich unbedingt sehen. Es sind nur noch 300 Höhenmeter, das soll ja wohl zu schaffen sein. 3 Kilometer, 30 Kilometer werden es sein. Aber es ist noch früh, es ist noch nicht mal 14 Uhr, also habe ich Zeit dafür. Aber die Aussicht ist hier echt herrlich, wunderbar, das werde ich schon schaffen. Ich habe noch Zeit, runter geht's, dann mache ich schnell. Siehst du, ordentlich Höhenmeter schon gemacht. 200 habe ich schon wieder weggelaufen. Ja, ich könnte ja auch mit der Bahn fahren, aber 32 Franken hoch und wieder runterfahren. Ne, das würde ich lieber für Essen ausgeben als für sowas. 40 Minuten bis zum See. Ja, bis 20 Minuten geschafft. In 20 Minuten habe ich es hier hoch geschafft. Das ist wohl das meiste. Aber wunderschöne Aussichten immer. Lohnt sich es auch zu laufen. Ich hab's geschafft. Was eine Volkswanderung hierher. Ja, ist ein richtig tolles Plätzchen hier. Kann man schon verstehen, dass man hier auch mal hin muss. Ich wollte hier auch unbedingt mal hin. Ja, war ganz schön anstrengend hier hoch. Aber es lohnt sich. Ja, die Hölle los hier. Aber egal. Wow. Was ein Blick. Ach ja, ihr seht das ja gar nicht. Naja, dann drehe ich mich mal um. Ja, ich glaube, das hat sich gelohnt. Diese 50 Minuten hier hoch, sehr anstrengend, aber deswegen macht man das ja. Wow, richtig klasse. Ja, man kann schon verstehen, dass hier die Wege gesperrt sind. Man sieht, wie steil das da hochgeht. Alles glatt, da fällt der Stein von ganz oben bis hier ganz runter. Ja. Naja, seit der Katastrophe im Örtchen Bondo sind die auch etwas vorsichtiger geworden. Aber man weiß es auch, Berge. Die Alpen sind und bleiben gefährlich. Sieht alles so friedlich aus, aber ja, Katastrophen können immer so schnell passieren.
Aber ich werde mich jetzt hier erstmal ja, ein bisschen hinsetzen, ausruhen, essen, trinken. Ich weiß nicht, ob ich da unten was hole oder was ich mit habe. Muss ich gleich mal sehen. Aber gibt eine schöne Pause hier erstmal. Hat sich ja gelohnt, der Hochweg hier, der Weg hier hoch. Das ist einfach grandios. Grandios. Ja, ich konnte nicht widerstehen. Es musste sein. Bratwurst, Pommes und ein Radler oder wie man hier sagt, Panache. Das tut mir jetzt richtig gut. Ich muss ja auch noch wieder zurückwandern. Das letzte Stück ging ja ordentlich runter. Das muss ich gleich auch wieder hoch. Aber ich werde jetzt erstmal aufessen. Dann gehe ich nochmal runter und schauen wir mal, wie es da aussieht. Aber jetzt will ich es erstmal genießen. Ja, was für ein schöner Ort hier. Es ist unglaublich. Natürlich ist hier die Hölle los, ist klar. Aber es tat echt gut, was zu essen und was Kaltes zu trinken. Selbst hier oben ist es richtig schön warm. Ich muss sagen, es war wieder eine richtig schöne Tour, auch wenn ich das letzte Stück jetzt wandern musste. Ja, da muss ich ja wieder das Stück zurück. Ist nicht so schlimm, aber auch bergunter ist ein bisschen anstrengend zu Fuß. Mit Rad ist es ja dann einfacher. Ach, da muss ich jetzt gleich runter, aber ich habe jetzt ja, doch jetzt eine ganze Zeit hier gesessen und habe mir die Eindrücke hier gesammelt. Ja, also das war's so. Mehr kann ich nicht zeigen, Schöneres gibt es nicht zu zeigen. Leute, es ist echt traumhaft, das muss man echt gesehen haben. Das kann das Video nicht bringen. Bilder auch nicht, da muss man einfach mal gesehen haben, diese Dimension dieser Berge, auch heute, unglaublich. Man hatte schon viele Fotos gesehen, auch Videos von anderen, selbst von richtig Professionellen und trotzdem, wenn man hier sitzt, das ist immer noch was anderes. Ja. Ich werde natürlich jetzt das Video beenden, ich werde fast dieselbe Strecke zurückfahren oder erstmal wandern, aber das war es wert. Es war nicht gerade anstrengend, es ging ja hier hoch, das tut auch ein bisschen in den Wadeln weh und macht hier natürlich auch das Runtergehen. Da muss man noch gut aufpassen, es waren hohe Stufen, sehr viele hohe Stufen dabei. Wege sind mit Hund da gewesen und kleinen Kindern, da ist es doch ganz schön schwierig. Ja, die sind da runtergelaufen, aber ich werde jetzt auch runterlaufen. 50 Minuten runter, eine Stunde runter bis zum Bahnhof wieder und dann war es das wieder mit dem schönen Tag. Ja, die Zeit rennt, es ist heute Dienstag. 3 Tage habe ich noch, das Wetter bleibt top. Ich werde sehen, was ich machen kann. Ich habe einen Ansporn, Höhenmeter zu sammeln. Ja, wie gesagt, das habe ich heute beschlossen, pro Höhenmeter 1 Cent zu spenden, egal ob er wandert oder er radelt. Und ich habe schon einige Tausend zusammen an Höhenmetern. Also da werden schon ein paar Euros zusammenkommen, denn was anderes kann ich jetzt nicht machen. So ein bisschen schlechtes Gewissen hat man natürlich, wenn man hier jetzt so einen tollen Urlaub hatte und andere kämpfen um ihr Hab und Gut und wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich sitze hier an wohl mit den schönsten Orten der Welt. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dann gefallen. Bis zum nächsten Mal. Salut, au revoir. Bis zum nächsten Mal.